Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es super leckere Cookies, aber sie werden nicht weich, sondern sie werden richtig schön knusprig. Das in Verbindung mit Haselnuss und leckerer Zitrone, das wird das Ganze richtig schön fruchtig machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, da schon reinzubeißen. Es dauert nicht lange, denn sie verschwinden nur für 15 Minuten in den Backofen. Für die Zubereitungszeit müsst ihr so 5 Minuten einplanen. Wenn ihr ein bisschen langsamer seid, dann vielleicht 10, aber dann könnt ihr auch schon reinbeißen. Am Anfang brauchen wir etwas Mehl, alles in eine Schüssel geben und danach den Zucker dazu, gefolgt von einem Ei, Backpulver, etwas Vanillezucker und jetzt brauchen wir noch etwas Butter. Dann die geraspelten Haselnüsse dazu und etwas Abrieb von einer Zitrone. Rein damit in die Schüssel und alles verrühren. Anschließend den Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Cookies formen und für ca. 15 Minuten ausbacken. Ich finde, Cookies sollten immer schön groß sein und dann wird direkt mal probiert. Diese Cookies sind wirklich ein wahrer Genuss. Gerade die Zitrone in Verbindung mit der Haselnuss passen super hinzu. Ich war anfangs skeptisch, muss ich sagen. Die sind wirklich, wirklich fantastisch. Für die genauen Mengenangaben schaut mal in die Infobox vorbei. Da gibt es zum Beispiel auch Vanillezucker, wenn ihr in meinem Shop vorbeischaut. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten kommt das nächste Video auch schon morgen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Rezeptwünsche habt. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und dann bis morgen. Tschüss.